Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und wir bauen heute am Gran Torino Sarsky und Hatch weiter. Und zwar ist das die Ausgabe 23. Es geht um den rechten Innenradkasten mit Elektronikmodell, also Elektronikmodul und dem sogenannten Sicherungskasten. Und ja, wird eine relativ kurze Ausgabe, aber passt schon, denke ich mal. Ja, wie gesagt, der Innenradkasten auf der rechten Seite, das ist dieser jener welcher, den wir hier haben. Der ist natürlich aus Kunststoff. Dann haben wir hier, das hier ist, soll wohl der Sicherungskasten sein. Also ein Kabelverteiler, der hier. Und das ist hier eine sogenannte Elektronikbox, nennt sich das. Modul Elektronik. Und dann haben wir hier noch zwei Schläuche, Kabelschläuche, wie auch immer, und AP-Schrauben, genau. Gut, legen wir einfach mal los, was wir als erstes machen. Und zwar sollen wir die 23B, das ist hier eine Sicherungsbox, also für die Sicherung. Da kann man mal sehen, da steht ein bisschen was drauf. Ich kann da mal in der Kamera halten, vielleicht kann man das erkennen. Aber ich glaube, das ist schwierig zu erkennen. Da ist irgendwelche Aufdrucke drauf. Schade, wäre schön gewesen, wenn man die in Farbe gemacht hätte, dann hätte man das besser erkennen können. Aber gut, wie gesagt, das ist erstmal das, was wir machen. Wir brauchen die Box. Quatsch, wir brauchen den Radkasten. Und dann kommt die Box hier oben rauf. So wird die raufgesetzt. Und wird dann mit AP-Schraube verschraubt. Nehmen wir mal die AP-Schraube. Und von innen verschraubt hier. So, ein bisschen ausrichten, das ist ein bisschen schief, so. Jetzt als nächste 23D, die Box kommt jetzt hier, hoppala, die kommt jetzt hier mit drauf. Mal gucken, in welche Richtung die jetzt so raufkommt. Mal selber erstmal gucken hier, das sieht man nicht so richtig hier. Ich glaube andersrum, so rum. Nee, passt die nicht so? Doch, so passt die rauf. So kommt die Box rauf, genau. Mit den Stiften hier nach hinten. Und wird dann auch mit einer AP-Schraube verschraubt. Mal rüber. Gucken, dass sie richtig sitzt. So, so sieht das aus. Und jetzt müssen wir noch die beiden Schläuche mit ransetzen. Einmal der lange Schlauch, jetzt müssen wir mal gucken, 23C ist der 50, die 50er Länge, das ist der hier. Der kommt hier auf die hintere Box, genau, hier rauf. Bisschen drauf wackeln hier. Passt. Und der lange kommt im vorderen Bereich drauf. So, das haben wir auch drauf. Und jetzt werde ich die noch verkleben, weil wir sind hier in der richtigen Position. Noch ein bisschen Sekundenkleber drauf. Einfach nur Tropfen hinten drauf. Und hier auch noch. Dann können die auch nicht mehr abhauen. Und dann sind die
richtig fertig, aber das ging ja wieder mal viel zu schnell nach meiner Ansicht. 23, wollen wir die 24 noch machen? Jo, ich denke mal, wir machen die 24 noch dazu. Dann haben wir die Sache nämlich auch komplett. Und an der 24 haben wir wieder ein bisschen mehr zu tun. Das ist die Batterie und ein paar Radkästenabdeckungen noch zusätzlich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Dann erklärt sich das auch. Wir brauchen noch den Radkasten noch dazu wieder. Und die Teile zeige ich euch dann, wenn ich die verbaue. Und zwar als erstes brauchen wir mal 24C. 24C. Mein MZ ist weg. Hier ist er. 24C ist das hier. Aber gleich mal gucken, was das genau für ein Bauteil ist. Ob das da steht. 24C. Das ist ein Relais. Nennt sich das. Und das wird wahrscheinlich das Startrelais sein. Weil ziemlich groß und ja, ziemlich groß sein ist das Startrelais. Und das kommt dann hier oben auf. Und zwar in die Richtung. Mit den Stiften nach vorne. Worauf. Und wird mit AP-Schrauben verschraubt. Wir haben eine ganze Menge Schrauben. AP, DM und was steht hier drauf? HP-Schrauben. Also brauchen wir erstmal AP-Schrauben. So, dann lege ich einmal hier drauf. Ein bisschen schief. Klein wenig. Ne, das muss so sitzen, okay. Hat ja scheinbar eine Führung. Jetzt kommt das kurze Kabel. Kommt hier an die äußere Version. So. Kommt das ran. Und jetzt als nächstes brauchen wir die Batterie. Und zwar einmal das Unterteil. Das ist dieses hier. Da steht so ja Autolight mit drauf. Sehr schön gemacht. Auch ein bisschen geriffelt hier. Was auch immer das sein soll. Und den Batteriedeckel. Das ist der hier. Sehr schön gemacht mit Beschriftung. Autolight. War da drauf, Autolight STA Full und nochmal ein schönes Etikett, dass man sehen kann, was das für eine Leistung hat, die Batterie. Und hier haben wir die Schrift, also kommt das Ganze in Schriftform so nach vorn, dass man das so lesen kann. Und von unten kommt der Kasten, sprich der hier, da sind diese Halteklammern dran, womit der Sicherungskasten dann am Boden festgeschraubt wird. Kommt denn hier so rüber. Ja, hoppala. Andersrum vielleicht. Mal gucken, wie wir das haben. Das ist hinten. Und die beiden Öffnungen kommen auch nach hinten. Hat man eine Orientierung. Und dann mit HP-Schrauben verschraubt. Zwei Stück brauchen wir dazu. Und zweimal. So, dann haben wir das schon mal fest. So sieht das Ganze aus. Jetzt brauchen wir 24H. Das ist eine, gehe ich mal aus, die Pluspol oder ist das Minus? 24H Born Positiv. Genau, das ist der Pluspol. Mal gucken, welcher der richtige ist. Das ist der abgewinkelte. Was ist der hier? Ne, halten wir mal so. Kann man so sehen. Ja, denke schon, oder? So, und da kommt jetzt ran 24D. Die beiden Kabel sind gleich lang.
kommt hier mit drauf. Der ging ziemlich einfach rauf. Dann brauchen wir Minuspol. Das ist der hier. Mal gucken, ist das richtig rum? Ja, einmal ist das der rechte. Genau, zeige euch gleich, weil die nämlich von der Formgebung unterschiedlich sind. Komm drauf. Das ist der Pluspol hier und das ist der Minuspol. So, und jetzt kommt 24H, das ist der hier. Batterie brauchen wir so. 24H, jetzt wollen wir mal gucken. Genau, der kommt hier mit rein. Der passt nicht. Warum passt der nicht? Der muss da aber jetzt richtig angesetzt, dann passt das auch. Und der kommt natürlich logischerweise auf die andere Seite. Damit haben wir die Batterie schon mal fertig. So sieht das aus. Und jetzt kommen noch die Verschlusskappen von den einzelnen Behältern, wo die Säure drin ist. Kann man abknicken. Wir machen das mal mit einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins für Notfall. Also ich finde schon mal gut gemacht, dass man da die Dinger in Rot macht. Sehr schön, sehr elegant, muss ich mal sagen. Einen brauchen wir noch. Und dann kommen die hier. Mal gucken, wie ich es am besten mache. Dann kommen die hier mit rein. Finde ich schön gemacht, also andere sind ja da nicht so detailgetreu. Das finde ich schon ganz gut. Natürlich noch nicht keine wartungsfreie, wie man das heutzutage hat. Gab es ja damals noch nicht, da musste immer destilliertes Wasser mit nachgefüllt werden, so dass die einzelnen Bleizellen immer mit destilliertes Wasser bedeckt sind, damit sie vernünftig arbeiten können und nicht das Wasser verdunstet bzw. der Rest verdunstet, weil da herrscht ja eine sogenannte Reaktion da drin. So, und jetzt brauchen wir den Kotflügel, den Innenkotflügel, und die Batterie kommt dann entsprechend, genau, hier sind immer zwei Stifte und einmal eine große Aussparung. Na, wo ist der? Ziemlich weit hinten. So kommt die Batterie rauf. Nicht so passend. Jetzt zack, sitzt sie drauf und wird die befestigt. Doch, ja, mit einer HP-Schraube, klar. Haben wir auch. War schon wieder ein Bild zu weit. Das heißt wieder mal zu schnell. Und noch fertig. Jetzt kommt dieser Pol, der hier, geht hier an die Seite ran. Also Startrelais. Und der zweite Pol, der bleibt also offen.
Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, der war jetzt der Pluspol. Ne? Ja klar, der ist Pluspol, wird geschaltet, Strom weitergeleitet. Genau. Die bleiben jetzt erstmal offen. Jetzt nehmen wir uns die beiden Abdeckungen hier vor. So, ein bisschen raus. So. Und wir brauchen den Vorderrahmen. Da kommt einmal, mal gucken, das Bauteil, jetzt muss ich mal gucken, welches das genau ist. Das ist 24A. Und 24A ist da, wo 24A, jetzt muss ich erstmal gucken. Guckst du? 24A, das ist der hier, das ist 24A. Und das kommt im Vorderteil drauf, nee, im hinteren Teil, und zwar hier. Hier kommt 24A drauf und wird dann von oben mit DM-Schrauben verschraubt. Und zwar so. Das Ganze nimmt ja schon mal recht gut Form an. So, und das ist das nächste Bauteil. Das ist dann 24B. Und 24B kommt hier vorne rein und wird auch mit DM-Schrauben verschraubt. Nee, das ist noch nicht fest. Jetzt nehmen wir erstmal die andere Schraube. Lassen sich recht schwer einschrauben, stelle ich fest. Bei der geht das hier. So, aber ist alles fest. Genau. Jetzt kommt der Radkasten. Der kommt natürlich hier rüber. Und zwar so, ich glaube, der kommt nach innen. Radkasten wird hier rüber gestülpt. Gucken, dass wir hier nicht die Leitung einklemmen. So kommt er ran. Genau. Und wird jetzt mit DM-Schrauben hier und hier befestigt. Einmal hier im drinne. Kann mal gucken, das fest ist, ja. Und eine im hinteren Bereich hier. Die ging gut rein, ohne Probleme und ist fest. Damit haben wir da das fertig. Jetzt wird es wieder lustig mit entsprechenden Schläuchen. Jetzt muss man wieder gucken, da kann man natürlich wieder mal nicht richtig sehen, wo die Schläuche hingehen. Und zwar diese Leitung hier. Nee, Moment. Also guckt euch das mal an. Das ist echt nicht einfach zu sehen hier, wo welche Leitung hingeht. Das heißt also, es ist mal wieder ein Foto auf dem dunklen Hintergrund. Und man kann nicht richtig erkennen, welche Leitung wohin geht. Also da sollte man wirklich dran arbeiten, dass man dieses dann halt rot markiert,
wo welches Kabel hingeht. Also ich mache das mal kurz alleine und dann zeige ich euch, was ich wo gefunden habe. So, die Leitung habe ich gefunden, und zwar ist es einmal die Leitung, die von hier aus zur Lichtmaschine an Masse geht. Ich zeige euch das mal. Einmal hier der Massepunkt und der geht hier an die Lichtmaschine hier oben. Der zweite ist die 24C, die Leitung, die kommt hier unten vom Anlasser und geht dann hier hoch zum sogenannten Starterrelais, was dann Entschuldigung, die Strom freischaltet, damit der Anlasser mit Strom versorgt wird, dass er drehen kann und sogenannt ausrückt und den Motor dann in Schwung bringt. Ja, dann war das auch schon wieder alles. Dann haben wir jetzt alles gefunden. Das war jetzt, wie gesagt, die 23, 24. Geplant war ja nur die 23. Aber das war ja ein bisschen wenig, was da angebaut wurde. Aber so sieht das schon mal alles ganz gut aus. Auch soweit fest. Weiter kommt hier nichts, wird hier nichts befestigt, nichts angeschraubt. Ja, fertig. So, das war die Ausgabe 23, 24. 23 hatten wir jetzt den Radkasten hier bestückt, den rechten, mit den ganzen einzelnen Modulen. 24 war die Batterie, die wir hier befestigt haben und die Leitung verlegt haben. Und damit sieht das Ganze schon mal so aus und ja, wächst und gedeiht und macht Spaß, wie immer. Dann Dankeschön fürs Zuschauen, schaut bei meinem anderen Projekt mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.